Mein Name ist Tom Glanzmann, ich bin 45 und aus Bern und ich fahre jetzt gerade zu meinem Partner Domenico nach Köln. Das war nicht immer möglich gewesen, vor allem nicht 2020, das Jahr, wo Corona die Welt in Beschlag genommen hat. Mein Partner Domenico, der wohnt in Köln, ich bin zu Bern daheim und somit haben wir eine Beziehung auf Distanz. Mitte März sind die Grenzen zugegangen und dann ist für uns die Frage gekommen, was jetzt? Am 15. März haben wir aus den Medien entnommen, dass die Grenzen jetzt langsam zugehen. Das war der Moment, in dem wir agiert haben. Der Domenico ist dort zu mir in die Schweiz gekommen. Er ist 3,5 Wochen geblieben, aber irgendwann musste er auch wieder zurückgehen. Und dann ist für uns eine Zeit von Ungewissheit gekommen. Wann werden wir uns wiedersehen? Und wir sind wirklich den Behörden auch dankbar, dass es dann wieder möglich war, im Mai über Grenzen zu gehen, ohne Einschränkungen. Ja, es war eine herausfordernde Zeit und gleichzeitig bin ich extrem dankbar. Es hat uns nämlich einander näher gebracht. Und einen grossen Wunsch habe ich zum Schluss, dass der Liebe nie mehr Grenzen gesetzt werden. Nächster Halt, Basel, Bergisch Bahnhof. Reisende nach Köln mit Umsteigen. Ihr Anschlusszug fällt auf dem Gleis 7. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt.